Willkommen aus dem Battleground, dem Studio vom Szenario Big Game. Ich habe für euch heute mal ein bisschen was anderes im Angebot. Normalerweise mache ich ja nur so Vlogs und so Zeug. Diesmal mache ich so, naja, so ein kleines Amateur-Unboxing, denn ich habe von MacFett.de, also von Lars Herzig, ein Überraschungspaket bekommen. Und der hat mir was mitgebracht von der NXL in Orlando, nämlich einen Tippmann Reloader. Na, das Buch, das kommt, da komme ich später dazu. Einen Tippmann Reloader. Und diesen Tippmann Reloader, den möchte ich mir jetzt mal anschauen. Dazu hat er mir ja, Magazine mitgegeben, Pro Sharpaint hat er mir mitgegeben. Und jetzt schauen wir uns das Ding einfach mal an, für was das geeignet ist, was es kann, ja, und ob es hopp ist oder top ist. Viel Spaß beim Video. So, was braucht man für ein vernünftiges Testvideo? Möchte jetzt, also den Schuh möchte man nicht anziehen, also das Fass möchte ich nicht aufmachen, es ist einfach nur ein Unboxing-Video. Ja. Was braucht man dazu? Das Gerät, den Tippmann Reloader. Dann braucht man natürlich Tippmann Magazine und dann braucht man natürlich noch ein bisschen Paint. Und damit das Ganze ein bisschen interessanter wird, haben wir natürlich noch einige andere Magazine. Wir haben hier noch was von Milsig, haben wir noch Tiberius, also First Strike natürlich. Ja, schauen wir einfach mal, ne? Wie er mit anderen Magazinen umgeht, der gute Reloader. So, was ist der Sinn von so einem Reloader? Kennt jeder, hat auch jeder schon erlebt, ne? So zwischen den Spielrunden hocken dann alle bei MacFett draußen, ne? Und ziehen da ihre Magazine auf und ploppen da in der Paint wieder rein. Der Reloader soll das Ganze einfacher machen, ohne Batterien, ohne Schnickschnack. Du sollst damit wunderbar dein Magazin beladen können. Ich weiß, es gibt inzwischen auch jede Menge Eigenprodukte aus dem 3D-Drucker. Aber gut, Tippmann bringt jetzt das erste Mal was Gewerbliches raus, sage ich mal. Jetzt schauen wir mal rein in die Kiste. So ist sie gekommen. Wo haben wir denn da die Öffnung? Ah ja, hier geht's. So, und da ist das Ding. Der Reloader. Da haben wir noch ein bisschen was drinnen. Fühlt sich an sich super stabil an, das muss ich sagen. Da ist das, dieses Teil, ne, mit dem man dann sozusagen die Bälle rein feeden kann, nenne ich es jetzt mal so. Dann haben wir hier praktisch den Magazinansatz. Das ist alles ja, wirklich super robust gemacht. Man muss wirklich sagen, bei Tippmann generell, natürlich ist das meiste aus dem Low-Budget-Segment oder aus dem Niedrigpreissegment, aber das ist wie bei der A5 schon gewesen. Die A5 ist für mich immer so die Kalaschnikow des Paintball, unzerstörbar, und genauso fühlt sich auch dieser Reloader an. Ich glaube, kaputt gehen tut er nicht. Dann haben wir da drin noch irgendwelche Teile dazu und natürlich die Bedienungsanleitung auf Englisch, würde ich jetzt mal sagen. Ja, gibt es irgendwas auf Deutsch auch? Ja, auf Deutsch ist natürlich auch die Bedienungsanleitung drin. Wie ihr mich kennt, habe ich das Ding natürlich vorher nicht ausprobiert, also es ist kein vorbereitetes Unboxing, so nach dem Motto mal schauen, wie das funktioniert, sondern ja, es ist einfach so, wie es ist. Ja, also, wir haben den Reloader. Paint passt jede Menge rein, würde ich mal sagen. Weiß schon, welche gefragt haben, für First Strike? Nein, für First Strike ist das Ding nicht geeignet. Das ist leider schon mal das erste Minus. Gäbe es sowas für First Strike, glaube ich, wäre es der Renner des Jahrtausends. So, dann dazu natürlich Tippmann Magazin für die TMC. Würde jetzt sagen, ist ja im Allgemeinen das Produkt der Wahl. So schaut das Teil aus. Wer es kennt, robust, solide, basic. Ah, ohne dass ich mir jetzt großartig die Bedienungsanleitung anschaue, würde ich sagen, wie man immer so schön sagt, Loch auf Loch. Jawohl, steckt schon drin. Und dann, wie ihr hier seht, ich gebe mal, vielleicht sieht man das so in der Kamera, kann man hier einfach die Bälle reinfeeden. Dann hast du hier praktisch einen Magazinauswurf, als super robust gemacht, vom Material her, natürlich Kunststoff, aber wie bei Tippmann üblich, relativ unzerstörbar. So, dann brauchen wir ein Säckchen Paint dazu. Schöne Broscha Winterpaint in Blau. Die füllen wir jetzt natürlich da mal in den Reloader rein. Ah, schön. Die Farbe hat was, ne? Also ich stehe ja auf Blau-Rot, aber Blau kann auch. Machen wir den Deckel mal zu. Zack, jetzt hätten wir die Bälle dazu und jetzt
Das erinnert mich so ein bisschen an so eine Musik. Kennst du das noch, wo die am Straßenrand gesessen sind? Dann haben da komisch ihr Klavier da geleiert. So ein Leierkasten, genau. Ich habe mal ein bisschen näher zu euch gewechselt, damit ihr das Ganze ein bisschen besser seht, bevor wir jetzt in den Live-Test gehen. Also, das Gerät, ich habe es befüllt mit ProSharpaint. Dann haben wir hier zwei so Rollen, würde ich jetzt mal sagen. Einmal fürs Magazin, für die Magazinfeder und einmal dann zum Befüllen. Haben wir diese zwei Feder, die kann man auch, wie ihr seht, schön wegklicken, dann ist das besser transportierbar. Das sieht auch alles sehr gut gefertigt aus und sehr stabil. So, wie geht's also nun? Wir nehmen ein Tippmann-Magazin, führen das Tippmann-Magazin hier ein, bis es einrastet. Wir haben hier den Hebel, um das Ding wieder ausrasten zu lassen, im Prinzip wie am Markierer auch. Zack. So, dann müssen wir erstmal das Magazin aufspannen. So. In der Beschreibung steht, aufspannen, bis es nicht überdreht, also darauf achten, nicht überdrehen das Teil. Ja. Wenn das aufgespannt ist, können wir hier die Paint einladen. Entschuldigung, falsch rum gedreht. Auch hier hört man, ich weiß nicht, ob ihr es hört, jetzt ist das Teil voll. Gut, jetzt könnt ihr das Magazin rausnehmen. Warum ich das ein bisschen so spastisch hier mache, liegt daran, ich will, dass ihr es ihr vernünftig seht in der Kamera. Zack. Nehmen wir raus. Oh. Und dann seht ihr, das Magazin ist beladen. So, jetzt können wir natürlich jetzt wunderbar mit jedem Magazin machen. Das übrigens ist schon geladen, das habe ich vorher schon ausprobiert. Das funktioniert mit einem Tippmann-Magazin einwandfrei und auch problemlos. Danach praktisch kannst du es wieder zusammenklappen, zack, zack. So, und was auch noch ein schöner Nebeneffekt ist, die Paint ist während ihr spielt auch wunderbar gelagert, ne, in einem geschlossenen Kasten, weil ihr wisst selber, Paint, die dann in offene Säcke rumliegt, ist halt scheiße. Ja, wenn er dann wieder zurückkommt, dann ist die vielleicht schon aufgequollen oder sonstiges. Das kann da alles mit dem Reloader nicht passieren. Aber, ja, was soll ich sagen, was ist das Manko an dem Teil? Denn so ist wirklich super. Das große Manko an dem Reloader ist folgendes. Leider ist es nur für Tippmann TMC Magazine geeignet. Es passen keine anderen Magazine rein und es passt keine FS rein. Also, ein Kauftipp ja, aber nur für TMC-Spieler. Für alle anderen leider nicht hot, sondern Flop. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ja, für denjenigen, der es kaufen möchte, der eine TMC spielt, zwischen 79 und 99 Euro, ein absoluter Kauftipp, super robust, keine Batterien, ja, eigentlich wirklich so perfekt gemacht, wenn Tippmann nicht die anderen Magazine vergessen hätte, denn dann wäre es wirklich absolut hot. Kurbel das Magazin kurbelt. Drehen Sie weiter, bis die Magazinfeder ausfällt und stoppt. Nicht überdrehen. Oh, ja, was soll ich sagen? Nicht überdrehen. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Zack, das nächste rein. Ja. Ja. Jawohl. Und wieder, sind wir voll. Einer fällt mir immer raus, aber gut, das ist verschmerzbar. Unfähig, dass ich bin in der Handhabung von irgendwelchem technischen Gerät. Also, Tippmann Magazine kann's. Eindeutig. Hier ist der Beweis, Magazin voll. So, jetzt ist das Ding natürlich nur für TMC-Spieler. Übrigens soll es im Markt dann zwischen 79 und 99 Euro kosten. Natürlich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, da könnte man aber schon ein bisschen mehr erwarten, ne? Jetzt schauen wir doch mal, wie es mit dem Tiberius-Magazin umgeht. Magazin. Tja, und was stelle ich fest? Leider keine Chance. Unmöglich, das Ding reinzubringen und unmöglich zu benutzen. Ja, nee, da geht gar nichts. Ja, und da merkt ihr auch schon das Manko an diesem Reloader. Der Reloader funktioniert leider nur mit Tippmann-Magazinen. Nicht mit Milsig, nicht mit Tiberius, nicht mit Diadem oder sonstigem.
Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob irgendwelche findigen Leute sich dann da aus 3D da selber was dran bauen oder so, oder wie das funktioniert. Kann alles sein. Aber für mich ist es natürlich ein Riesenmanko. Du zahlst zwischen 79 und 99 Euro und du kannst im Prinzip nur Tippmagazine dafür füllen. Ja, es ist super einfach zu bedienen. Selbst ich schaffe das. Ne? Bedienungsanleitung auch super einfach. Da kann man auch nicht viel falsch machen. Es ist meiner Meinung nach wirklich robust. Es erfüllt seinen Zweck zu 100%. Es braucht keine Batterien. Aber es ist nur für Tippmagazine. Und das ist meine Kritik an dem Gerät. Der Reloader ist leider nur was für TMC-Spieler.